Jetzt bin ich soweit mit dem Isolieren fertig, dass ich eben die Drainage auffüllen kann. Das zeige ich euch jetzt mal. Also das ist jetzt auf der Rückseite vom Haus. Da ist einfach unten eine Reihe, weil das ist härteres Styropor. Weiter oben kommt dann noch anderes drauf. Das ist, schaut im Prinzip optisch genauso aus, ist aber nicht ganz so hart. Ja, gehen wir mal einfach einmal außen rum, wenn man das ein bisschen sieht. Hier ist eben abgestuft, weil da kommt dann später zum Zaun rüber eine Mauer, dass eben sozusagen das obere, die obere Ebene gerade bis zum Zaun geht. Da kommt dann auch eine Betonmauer hin, dass das oben eine gerade Fläche gibt und unten eine gerade Fläche gibt. Es werden auch später dann zwei Terrassen sein, also eine hier vor den beiden Fenstern. Und eine ist dann auf dieser Seite vom Haus. Wir gehen mal oben rauf. Also, eine ist dann hier. Und die andere gehen wir mal hier hoch. Die zweite ist dann hier. Es ist dann später so, der Wintergarten ist dann an der Stelle, wo er vorher auch war. Also da, wo die Styroporplatten oben aufhören, ist später die Betonplatte. Und der Wintergarten, die Terrasse dann, die ist um ca. 80 cm danach nach unten versetzt. Das heißt, man steigt 2-3 Stufen aus dem Wintergarten raus und ist dann auf der Terrasse. Also die gesamte Terrasse liegt danach sozusagen im Boden. Die ist praktisch abgesenkt, also um die Terrasse ist dann so ein Beet rum, das nach innen hängt. Also hier sieht man dann nochmal von hinten die Platten. Zoomen wir mal dahin. Die unteren Platten im Keller sind etwas dünner und die oberen dicker, also unten 120, oben 140. Da stehen jetzt momentan nur die Heizungsleitungen raus. Die dürfen wir jetzt dann isolieren, weil sonst könnte es uns aufgefrieren. Und hier vorne bei den drei Fenstern, die man sieht, ist die ganze über die ganze Länge der Boden abgesenkt. Also ca. 1,50 Meter von der Mauer weg hängt dann der Boden zur Wand. Da kommt dann nochmal weiter oben eine separate Drainage rein, die das Wasser dann abfängt, bevor es an die Wand geht. Ja, hier sieht man auch nochmal die schöne Brücke, die ich mal gebaut habe. Gut. Ja, hier kommt kein Volljämmerschutz dran, das ist bloß unten unter der Garage ein Kellerraum. Und hier zur Straße kommt danach noch eine Betonmauer hin, die dann die Hofeinfahrt sozusagen abfängt. Ja, der nächste Schritt ist jetzt alles ausmessen für die Drainage, also dass die dann ein Gefälle hat. Die fängt hier dann im Eck an und hängt dann praktisch in diese Richtung nach hinten und in diese Richtung. Läuft dann vorne am Haus wieder zusammen. Da kommt dann unten im Garten Speicher rein, also ein Tank, Regenwassertank. Zeige ich euch gleich mal. Das ist der schwarze Behälter da unten. Das sind 4000 Liter. Kann man ein bisschen gießen damit. Die ganzen blauen Rohre, die man da sieht, und die orangen Rohre, also die blauen Rohre sind für Drainage. Und die Orangen für Abwasser, also Dachrinne und so weiter. Bei den blauen Rohren ist es eben so, die sind dann später mal, wenn man hier hinschaut, die sind gelocht. Also das heißt, die sitzen im Boden drin, da kommt jetzt ein bisschen ein Kiesbett rein. Also eben auch schon der Kieshaufen, 6,5 Tonnen. Und den darf ich mir jetzt an den nächsten Tagen vergnügen. Die müssen alle ins Haus reingeschaufelt werden. Also außenrum. Dann kommen eben die Rohre drauf. Also kommt erst ein Vlies drauf, dann die Rohre, dann kommt nochmal ein Kies drauf und dann wird das Vlies über das Kies drüber geschlagen und ja, dann kann man dann auch mit Dreck auffüllen. Also kommt dann so ein Bergkies rein, so im Prinzip wie der Rollkies da, nur mit Sand gemischt. In etwa so wie das hier. Ja, das wäre es für heute schon wieder gewesen eigentlich. Wenn euch noch was einfällt, dann sagt es, dann erzähle ich es oder filme es. Also bis dann, ciao.